Ja, heute soll es mal ein bisschen um Genauigkeit oder Maßhaltigkeit gehen. Und dazu habe ich hier so zwei Formen mal gefräst aus dem Reststückchen hier. Und ich würde sagen, wir messen das jetzt einfach mal aus und dann sage ich dazu was. Also wir sehen hier 20,03 soll 20 sein. Ich denke, da kann man erstmal nichts sagen. Auch die Oberfläche, aber das können wir vielleicht nachher noch kurz ansprechen. Dann in der Breite 7,5. Wir haben 7,49. Passt soweit auch. Dann das Runde. Das soll 10 haben. Haben wir hier exakt in die Richtung noch. Passt, denke ich, auch ganz gut. Also, ich bin mega zufrieden für das, dass das hier eine komplette Selbstbaumaschine aus Holz ist. Das Vorstellungsvideo, das verlinke ich nochmal, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Da erkläre ich dann noch ein bisschen genauer, wie das funktioniert und was ich da verbaut habe. Genau, jetzt nochmal zur Oberfläche. Also die Maße sind ja schon recht genau, so im 2 bis 3 Hundertstel plus minus, eher 2 Hundertstel. Dann das Runde hier, die Oberfläche ist auch sehr gut, finde ich, weil das ist ja ein bisschen für eine Fräse immer schwierig, was Rundes zu fräsen. Da sieht man dann manchmal die Mikroschritte von den Schrittmotoren oder so. Und auch hier, da unten ist jetzt hier ein bisschen ein unschöner Strich. Das kommt von dem Fräser, der hatte da eine kleine Macke an einer Schneide, das sieht man hier sofort. Genau, wie habe ich das gefräst? Das war ein 6 mm Zweischneider, also ich habe leider kein Video davon. Den bin ich mit 2 Meter pro Minute gefahren und 20.000 Umdrehungen. Und dabei habe ich die volle Tiefe genommen und 0,7 mm Eingriff. Dann habe ich das noch geschlichtet mit 1 Meter pro Minute und 15.000 Umdrehungen. Und dabei habe ich einen doppelten Schlichtgang gemacht. Also einmal ganz normal geschlichtet und dann nochmal, und zwar ohne was abzutragen. Also einfach 0-0 Schlichtgang, und man sieht dann schon, der Fräser schneidet trotzdem noch was ab, obwohl es ja eigentlich schon auf Maß sein sollte, und dadurch bekommt man eben die Maße noch genauer hin. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, ist natürlich klar, jetzt haben wir hier genau die 20 gehabt. Meine Maschine ist ja recht groß. Das kann ich natürlich auf keinen Fall auf die ganze Arbeitsfläche hier garantieren. Das ist auch klar, weil da kommt dann natürlich auch schon wieder die Toleranz von den Spindeln und die Ausrichtung und alles mit rein. Aber wie man sieht, für kleine Teile kann man es doch ziemlich genau hinkriegen. Gut für Kugellagersitze zum Beispiel, das würde ich dann eher mit Aufmaß vielleicht machen und dann die Lager reinkleben oder so. Aber so an sich bin ich sehr zufrieden. Und ich denke, das kann sich auch sehen lassen für eine Maschine hier aus Holz. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.